Hallo, ich bin Max und ich bin hier in Oberwiesenthal mit Jens Weißfloh. Hallo, grüß dich. Guten Tag. Also wir wollen jetzt irgendwo hinfahren, aber das werden wir jetzt noch sehen. Mann, war ich aufgeregt. Auf den Kutschbock neben einem dreifachen Olympiasieger. Hinter uns die Kinder von der Lebenshilfe Dresden. Die 9- bis 15-Jährigen sind geistig behindert und hatten sich auf den Ausflug schon lange gefreut. Der Knüller für alle, die Sommerrodelbahn. Jens? Ja? Weißt du eigentlich, wie man bremst? Was? Bremsen war ja auch gefordert. Ja. Ich dachte, du wüsstest das. Immer ich. Na prima. Bahn frei für Jens und seinen Bremser. Echt cool. Gute Stimmung, aber nicht nur bei uns. Auch von meinen neuen Freunden von der Heilpädagogischen Kindertagsstätte. Dann die Chance für mich. Jens Weißflug im Kreuzverhör. Du hast ja zwei Kinder, also zwei Jungs. Machen die auch Skispringen oder finden die das langweilig? Ja, langweilig vielleicht nicht. Mein großer Sohn, der ist jetzt 17 Jahre, der hat das schon mal gemacht. Also 27 Meter war sein weitester Sprung. Und der Kleine, der ist 7 Jahre alt. Und wie warst du so in der Schule? Ach, Schule. Können wir mal das Thema wechseln? Okay. Ja, also Schule bin ich jetzt nicht so gern gegangen, weil ich eigentlich schon in der Schule immer an nachmittags gedacht habe, wenn es wieder auf die Schanze ging. Du hast ja so ein Hotel eröffnet. Weißt du da auch, wie viel ein Schnitzel kostet? Ein Schnitzel? Haben wir das überhaupt auf der Speisekarte? Doch, doch, aber ich wüsste es jetzt echt nicht. Apropos, wer rodelt, bekommt natürlich auch Hunger. Zuvor musste Jens Weißflug schon wieder los. Ich wollte mich nur mal bedanken, dass du frei für uns genommen hast. Ja, habe ich gerne gemacht. Gut, danke. Also ich muss jetzt erstmal mit meinen Kindings hier essen gehen. Ja, und ich gehe jetzt auch nach Hause. Tschüss. Also, mach's gut, Max. Alles Gute. Wiedersehen. Tschüss. Das Essen war nicht nur sehr lecker, sondern auch noch spendiert. Von einem Hotel in Oberwiesenthal. Kellner, vielleicht auch mal ein Beruf für mich. Das war unser Tag in Oberwiesenthal. Es hat mir sehr gut gefallen. Damit gebe ich Max zurück ins Studio.